Hallo zusammen, jetzt der zweite Teil in meiner Tutorial-Reihe über Infanterie in Arma 3. Heute geht es um die Klasse der Grenadiere, was sie jetzt ausmacht im Spiel, wie wir mit unseren Granaten etwas treffen und was überhaupt als Ziel in Frage kommt und was nicht. Auch hier sind wie im letzten Video eher Anfänger das Zielpublikum, wobei jetzt der Fokus in diesem Video auf die praktische Anwendung des Granatenwerfers gelegt wird. Wer darüber hinaus Interesse über die Real-Life-Hintergründe eines Grenadiers hat oder wissen mag, wie die Klasse unter Arma 2 war, der kann einfach dieses Video von 2012 hier anschauen. Da erzähle ich nämlich was dazu. Okay, gut, also ein Grenadier in Arma 3 ist grundsätzlich jemand, der einen Granatenwerfer verwendet. Und das können einmal die allseits bekannten und beliebten Unterlaufgranatenwerfer sein, die fest unter einem Sturmgewehr verschraubt sind, oder gleich so ein Mehrfachlaufgranatenwerfer wie dieser M32 hier, die wir aber im Moment nur über Modifikationen ins Spiel bekommen. Welche das sind, findet ihr in der Beschreibung. Verschossen werden dabei Low-Velocity-Granaten im Kaliber 40 mm und wir haben dabei im Spiel drei verschiedene Munitionsarten. Einmal hochexplosiv gegen Menschen, Rauchgranaten, um zum Beispiel Deckung zu erzeugen, oder Illuminationsgranaten für die Nacht. Um jetzt die Munition zu wechseln, muss als allererstes der Unterlaufgranatenwerfer selbst ausgewählt sein. Das sieht man hier oben rechts. Erst dann erscheint im Mausradmenü hier links oben eine Auswahl der verschiedenen Munitionsarten. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie wir etwas treffen können. Wir haben zwar auf niedrigen Schwierigkeitsgraden diese Zielhilfe hier, aber das sagt uns erstmal gar nichts. Wenn wir jetzt nämlich über Bild auf und Bild ab die Reichweite einstellen, dann wandert diese Hilfe zwar mit, aber wirklich hilfreich ist das jetzt nicht. Außerdem spielen praktisch alle Clans auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, bei der dieses Fadenkreuz verschwindet, von daher brauchen wir uns auch nicht so weiter damit beschäftigen. Wir haben aber in jedem Fall oben rechts eine Anzeige, welche Entfernung jetzt eingestellt ist, also 50 bis 400 Meter. Und wie ihr seht, verändert sich dabei dann auch dieses kleine Mini-Visier hier an dieser Seite, beziehungsweise unsere Figur hält die Waffe immer schräger, je weiter die Entfernung ist, was ja Sinn macht. Wir kommen trotzdem nicht drum herum, die Entfernung zu bestimmen. Bloß wie? Die naheliegendste Lösung ist dabei sicher der Lasermarker oder der Rangefinder, die wir beide jetzt über die Taste B aufrufen können. Aber so ein Ding haben in einer Clan-Mission immer nur Spezialklassen und der stinknormale Grenadier eigentlich nicht. Als Alternative dazu können wir die Karte bemühen, denn GPS-Geräte sind schon recht weit verbreitet und wenn wir dann wissen, wo wir uns befinden, nämlich hier, und unser Ziel sich dann bei diesem Haus hier aufhält, das wäre dann da, dann können wir grob überschlagen, dass das Ziel etwa 100 Meter weit weg ist. Bloß mitten im Kampf geschehen, wenn jetzt links und rechts die Kugeln einschlagen oder man sich in Bewegung befindet, hat man nicht unbedingt die Lust oder die Zeit dazu, die Karte zu bemühen und das dann jetzt alles auszurechnen. Also das können wir machen, wenn wir uns zum Beispiel für einen Hinterhalt vorbereiten oder wenn wir die Initiative bei einem Angriff haben und entscheiden können, wann wir angreifen. Aber wenn wir bedrängt werden und das Feuer erwidern müssen, dann geht das leider nicht. Als letzte Option neben einer Auskunft von befreundeten Spielern, die uns das einfach sagen, also wie weit unser Ziel weg ist, bleibt immer noch die Entfernungseinschätzung. Und ja, das werden wir im Spiel am häufigsten machen müssen, wenn wir etwas treffen wollen. Tja, und wie geht das? Also es gibt ein paar Tipps und Tricks aus der Realität, wie etwa der Daumensprung oder das Eingabeln. Bloß das Problem ist, es ist ein Computerspiel. Wir haben hier einen Monitor und da funktioniert es wegen der räumlichen Sichtweite oder wegen unserer fehlenden Hände im Spiel nicht. Also es gibt eine Modifikation, da kriegt man so eine Hand ins Spiel und dann kann man tatsächlich anfangen zu schätzen. Bloß ich kenne keinen Clan, der das verwendet und deswegen entfällt diese Lösung leider auch. Dann haben wir ja noch die Visiere im Spiel. Also wer von euch mein Sniper-Tutorial geschaut hat, der weiß, dass man über ein Mildot-Visier zum Beispiel die Entfernung zum Ziel schätzen kann, wenn man weiß, wie groß das ist. Bloß das Problem ist, als ein Grenadier haben wir meistens kein Mildot-Visier oder ein ähnliches Visier. Zwar haben wir einige Optiken, die uns bei der Entfernungseinschätzung helfen, zum Beispiel jetzt hier das G36. Ja, das dürften die meisten von euch ja vielleicht schon kennen. Das hat so eine integrierte Hilfe hier unten. Ja, also zum Beispiel der nette Mann hier, den packen wir jetzt so zwischen die beiden Striche und dann können wir direkt ablesen, aha, der ist 100 Meter weit weg und damit hätte sich dann unsere Frage schon geklärt. Bloß dazu muss unser Ziel so nett sein, erstmal vor uns zu stehen und ja, das ist, wenn wir Granaten schmeißen wollen, meistens nicht der Fall.
Also falls wir jetzt kein helfendes Visier zur Hand haben und eine Entfernungsmessung nicht in Frage kommt, dann bleibt uns nur die Schätzung. Und eine Einschätzung bis 100 Meter ist dabei relativ einfach im Spiel. Dieser Soldat beispielsweise ist hier so weit entfernt. Und daraus abgeleitet gibt es dann das Verfahren der Addition. Ja? Also bei der können wir zum Beispiel größere Entfernungen dadurch ermitteln, dass wir sie aus kleineren Teilstrecken zusammensetzen. Etwa dieser Soldat hier im Hintergrund. Der ist zweimal 100 Meter weit weg, indem wir eben diese 100 Meter nochmal dazu packen. Also ich finde, das Additionsverfahren klappt in der Realität besser als Under Armour und die meisten Spieler verwenden es auch nicht, sondern machen reine Bauchgefühlsrechnung draus. Aber wir können ja mal testen, wie gut ihr seid und ob ihr da noch üben müsst. Also ich schlage vor, dass ihr jetzt unter YouTube hier den Vollbildmodus aktiviert, weil dann könnt ihr das Ganze ein wenig besser einschätzen. Und jetzt hier im ersten Beispiel haben wir recht gute Umweltbedingungen. Also die Sonne scheint, aber nicht ins Gesicht. Und jetzt hier wollen wir wissen, wie weit der Soldat dort hinten am Tower entfernt ist. Also gemeint ist der hier. Ja, wie weit könnte der von uns weg sein? Okay, also die Auflösung ist, es sind etwa 80 Meter, 83 Meter wird mir hier über den Rangefinder angesagt. Und wenn ich ihn jetzt treffen will, dann aktiviere ich hier den Granatenwerfer. Ich gehe dann immer auf 50 Meter und ziele etwas höher. Einige gehen auf 100 und zielen etwas tiefer. Und dann kann man so 50, ein bisschen drüber halten, ja, einen direkten Treffer erzeugen. Und das Tolle ist, ich habe jetzt hier diesen 3GL-Werfer. Da sind gleich drei Granaten drin, mit der man sicherstellen kann, dass wirklich nichts überbleibt. Da kann man direkt so nachladen und jeweils drei Granaten auf einmal verschießen. In diesem Beispiel bei Regen wollen jetzt alliierte Truppen über diese Brücke dort unten rüber. Und dieser Bunker ist dabei ein besonderes Problem, was wir von hier oben beseitigen sollen. Die Frage ist jetzt, wie weit ist er entfernt? Also, wenn ich jetzt den Rangefinder wieder raushole, dann kommen wir auf 297, 305, also circa 300 Meter. Und das ist recht angenehm für uns, wenn wir das mit Granaten klären wollen, weil wir dann ja diesen Zwischenwert von 300 direkt einstellen können. Und dann müssen wir nur noch auf diesen roten Punkt fixieren. Und dann dürfen wir jetzt das Dach treffen oder zumindest den Bunker an sich. Ja, ein recht brauchbarer Treffer, würde ich sagen. So, das letzte Beispiel ist jetzt eine Nachtmission. Und zwar sollen wir hier ein kleines Dorf namens Berezino verteidigen, was gleich von zwei Seiten angegriffen wird. Einerseits kommt rechts jetzt hier ein LKW angefahren, der gleich seine Truppen auslädt und auf den unsere KI-Kollegen hier gleich ballern werden. Andererseits kommt jetzt von hinten hier vom Waldrand aus ein Team angerannt, das auf unsere Leute dort hinten schießen wird. Fangen wir mit dem LKW an. Also, wie weit ist die Kreuzung bzw. das Fahrzeug von uns entfernt? Und das sollten wir besser hinter der Häuserwand hier abschätzen, bevor wir uns noch einen Querschläger einfangen. Okay, Zeit ist um. Also schauen wir mal, was der Rangefinder sagt. Es sind bis zum LKW circa 150 Meter und die feindlichen Einheiten dahinter dürften etwa 160 weg sein. Also wählen wir das hier mal direkt aus. Hier auf offener Fläche. Bisschen höher zielen. Und auch über den Baum schießen. Okay. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Alles klar. Ja, die Truppen hier, hinter dem Wald oder am Waldrand, wie weit könnten die weg sein? Was schätzt ihr? Okay, das ist jetzt sehr schwer, weil es ist erstens dunkel und zweitens wissen wir nicht, wo diese Baumreihe anfängt und aufhört und wo die Einheiten sind. Aber ich habe es vorher schon mal geübt und deswegen kenne ich die Lösung einigermaßen. Also es sind 250 bis 300 Meter und wir können ja mal kurz in der Kamera, in das Blended Kamera gucken, wo die Einschläge sind. Und ja, sie werden wahrscheinlich ein bisschen zu kurz kommen. Also wenn wir jetzt mal die Zeit aktivieren, den ersten Treffer habe ich jetzt nicht gesehen, aber die 2 und 3 da an der Seite, die haben die feindlichen Einheiten verfehlt. Also wie gesagt, das ist sehr schwer, ein bisschen realitätsfern sollte man vielleicht nicht machen, wenn man Munitionsmangel hat. Aber ihr habt gesehen, es ist nicht unmöglich.
Das Schadenspotenzial der 40mm Granaten ist regelmäßig Thema unter den Spielern, weil einige sagen, sie helfen nur gegen Infanterie, andere sagen, dass auch Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen werden können. Wir schauen uns das jetzt mal genauer an. Als erstes ein Test auf eine freistehende Person und selbst mit Vollpanzerung kann sie einem direkten Treffer nichts entgegensetzen, also dieser Freiwillige hat es hinter sich. Allerdings, wir haben bei den Granaten eine ziemliche Reichweitenabhängigkeit, in diesem Fall jetzt hier im 5 Meter Abstand aufgestellt. Und wenn ich jetzt hier links unten in die Ecke schieße, dann werden wir feststellen, dass nur ein Teil von ihnen Schaden bekommen wird. Der erste davon ist im 5-Meter-Radius, das ist direkt tödlich. Der zweite im 10-Meter-Bereich, der hat Verletzungen davon getragen, kann aber immer noch stehen. Und die anderen beiden nehmen keine Schäden, zumindest unter Vanilla hier im Moment nicht. Es kommt allerdings darauf an, ob die Leute stehen oder liegen. In diesem Fall liegt dieser Soldat und wir schießen etwa 10 Meter daneben und der lebt weiter. Wenn auch mit Verletzung, so nehme ich zumindest an. Zwar simuliert Arma 3 im Moment keine umherfliegenden Granatensplitter, aber wir können das Verletzungsrisiko zumindest minimieren. Und die Frage ist jetzt, was passiert, wenn wir eine Granate auf diese feste Deckung dort abschießen? Und das schauen wir uns jetzt mal in Slow Motion mit der Splendid Kamera an, weil es so toll ist. Links die Kontrollperson, ja, die höchstwahrscheinlich ums Leben kommen wird. Und hinter diesem Block, der jetzt circa einen halben Meter dick ist, befindet sich jetzt ein Soldat. Und das ist ein Treffer. Ja, genau auf den Block. Wenn wir jetzt die Zeit wieder normal laufen lassen, sehen wir, dass links der Soldat ums Leben kommt und rechts der überhaupt keinen Treffer abbekommen hat. Und das hat jetzt übrigens auch nichts mit diesem Block an sich zu tun. Also ich habe jetzt mal für dieses Beispiel einen leicht gepanzerten Soldaten in diesem Standardhaus auf Altes ganz dicht an der dünnen Wand platziert und dann eine Granate auf die Stelle abgefeuert, wo er sein müsste. Und wie ihr seht, ist das Ergebnis jetzt genau das gleiche. Also man kommt völlig schadensfrei aus so einer Situation heraus. Und das gilt auch für Fahrzeuge. In diesem Beispiel hier steht ein Soldat hinter diesem Fennec und kriegt nichts von der Schadenswirkung der Granate mit, legt sich aber hin und haut uns dann ein paar Kugeln um die Ohren. Und erst als wir dann eine HE-Granate neben das Fahrzeug setzen und er dann so in den Explosionsradius kommt, ist dann der Spuk vorbei. Apropos Fahrzeuge. Grundsätzlich können wir mit unserem Unterlaufgranatwerfer zwar schon andere Fahrzeuge beschädigen, aber nur dann, wenn sie jetzt in Anführungszeichen leicht gepanzert sind. So wie dieser Oshkosh oder dieser Humvee hier. Verallgemeinert gesagt, also nur dann, wenn sie Reifen haben, weil die auch immer als erstes nachgeben. Das muss allerdings nicht viel heißen, denn sie zur Explosion zu bringen, das geht mit dem Hitpoint-System nicht so ohne weiteres. Und ein oder zwei Reifen weniger ist für viele der Fahrzeuge auch kein Thema. Denn wie ihr seht, sie kommen trotzdem noch so irgendwie durchs Gelände. Ja, die Hater werden hier haten können. Und feindliche Fahrzeuge mit dem Unterlaufgranatwerfer anzugreifen, ist angesichts der Bewaffnung und der direkten Antwort dann auch keine so gute Idee. Wir kommen mit den Granaten übrigens nicht durch Fensterscheiben, zumindest beim ersten Mal nicht. Erst wenn sie zerstört sind, können wir eine Granate dann ins Gebäudeinnere befördern. Was das Teamwork angeht, ist der natürliche Partner des Grenadiers der MG-Schütze. Während der nämlich auf direkte Sicht die Feinde elegant bekämpfen oder in Deckung zwingen kann, können wir diese feigen Hunde mit unseren Granaten aus ihren Löchern jagen oder sie direkt töten. In einem Fireteam ist ein abgestimmtes Buddy-Team aus LMG und Grenadier sehr tödlich und eine ernstzunehmende Bedrohung, die es auch mit einer leichten Übermacht aufnehmen kann. So, wir kommen langsam zum Ende und ich möchte, wenn ihr gestattet, noch abschließend was sagen zu Modifikationswaffen. Zum Beispiel das M4 hier von RHS. Der Nullpunkt für den Granateneinschlag befindet sich bei diesem Pinökel hier. Und das Besondere bei dem Visier ist, wenn ich jetzt per Bild auf und Bild ab hier die Entfernung ändere, dann dreht sich das Visier mit, was recht praktisch und glaubwürdig ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel was auf 100 Metern treffen will, dann geht das so. Ganz ähnlich ist das hier beim G36 aus dem BW-Mod, auch hier haben wir so ein ähnliches Visier und auch hier ist der Nullpunkt wieder bei diesem Pinökel und auch hier treffen wir dann exakt an der gleichen Stelle.
Eine Abweichung haben wir beim AK-74 von RHS. Dort haben wir kein Visier, sondern so eine einfache Scheibe. Aber dafür thermobarische Munition, die richtig fies ist. Die solltet ihr mal im TVT einsetzen. Danach wird sie nämlich verboten sein. Das war es soweit zum Grenadier. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn noch Fragen sind oder Anmerkungen, die Kommentarfunktion von YouTube. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem Maschinengewehrschützen. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß, einen schönen Tag. Macht's gut, Leute. Bis dann und ciao.